Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt, meine lieben Freunde. Und ja, wir fahren jetzt mal zum Miguel, schauen uns das Angebot an. Dann fahre ich zum Fahrzeughändler und guck mal, was er mir noch gibt. Der Herr Feldmann kommt nachher. Wenn der Herr Feldmann da ist, dann kontaktiere mich bitte sofort, dann komme ich zum Hof, ne? Alles klar, mache ich. Der gibt uns nämlich einen Kredit von 150.000. Ah, okay. Dann müssen wir das Geld müssen wir gut investieren, wirklich jetzt, ne? Ja, als erstes gleich mal in ordentlichen Drescher, würde ich sagen. Ja, ich bin auf der Suche gerade nach dem Drescher. Und wir brauchen noch zwei neue Sämaschinen. Ja, wir bräuchten noch eine größere Einzelgrund-Sämaschine. Ja, da bin ich gerade mit dran. Ich bin gerade am Rapid-Dingen. Ich bin gleich wieder da. Ich bin alles gleich klar. Der macht mich fertig. Warum ist er jetzt nicht da? Nö, das Haferfeld haben wir dann gleich fertig. Dann würde ich mir dann gleich im Anschluss den Flug schaffen und anfangen mit Flügen. Ja, und ich komme gleich und sammle das Stroh auf. Alles klar. Ja, der haut schon die ganze Zeit ab. Der drückt sich vor der Arbeit und dann haut er ab und haut mich hier in eine Pfanne. Wie, der haut dich in die Pfanne? Herr Meckner, na, ich bin gemeingefährlich und sowas alles. Ist der Herr Jansen Ihr Mitarbeiter? Der Jansen ist zurzeit auf Probe auf meinem Hof, ja. Mhm. Was halten Sie denn? Was halten Sie? Kommen Sie mal mit. Was halten Sie denn hier so von? Wenn Sie dieses moderne Gemälde hier betrachten, was hier gemalt wurde. Naja, die sind halt abgeladen. Mal kurz gucken. Ja, der Spanngurt, ja, passt von Newton. Wir sind 1A fest. Da gibt's überhaupt nichts zu meckern. Ja. Also, Herr McManus, das Schöne ist ja, dass der Chef und der Mitarbeiter schuld sind und beide dafür bezahlen müssen. Zum einen möchte ich gerne, dass Sie sofort hier vor Ort umladen. Herr Fuhrmann, was hatten Sie gerade eben gesagt? Bezüglich was? Waffe. Waffe, 2500 Euro. Für jeden oder gesamt? Wie, für jeden? Stehen hier zwei Anhänger? Nee, für den Fahrer und auch für den Chef. Anscheinend haben sie ihn ja nicht ausgebildet in Ladungssicherung. Können Sie mal immer diese Schaulustigen wegschicken? Das ist hier furchtbar. Gucken Sie mal, wie ein Unfall. Die Gaffer sind schlimm. Ja gut, das moderne Gemälde will natürlich auch jeder betrachten. Das ist natürlich sehr interessant. Okay, alles klar, passen Sie mal auf. Ich rede mal kurz. Ich verstehe Sie. Das geht so nicht. Ist schon klar. Ich möchte mal ganz kurz mit dem Herrn Jansen reden, ja? Wir sind gleich wieder da. Viel Spaß. Komm mal mit hier. Herr Friesi. Ja, hallo. Bitte? Was machen eigentlich die gepachteten Felder? Komm mal wieder hoch. Ja, die sind gerade dabei, gepflügt zu werden. Oh. Sehe ich jetzt gerade nichts davon. Was? Ich glaube, Sie sollten das mal kontrollieren gehen, ob da wirklich gepflügt wird. Mein Arbeiter ist noch mit dem Haferfeld fertig. Ich bin eigentlich... Herr Jäger. Was? Haben Sie nicht irgendein Schiff, was Sie einschiffen müssen? Komm, renn in die Karre. Alarm. Ich war eigentlich auf dem Weg zum Herr Miguel, weil ich mir ein Angebot vom Drescher reinholen wollte, weil ich einen neuen Drescher kaufen möchte. Und ja. Dann warten Sie auch beim Herrn Miguel, ziehen Sie sich einen Kaffee und dann. Ja, dann sitze ich aber da so lange alleine rum und ich. Der Kaffee ist lecker. Ja, gut, die mache ich vom Acker. Aber das Bild ist geil, ey. Ja, auf jeden Fall.
Bekommt der Lassenstein zur Beweismittelvernichtung? Ach, ich fahre nach Hause. Bis der hier fertig ist, das dauert eh noch ein paar Jahre. Der diskutiert eh noch hier 5 Tage rein. So, wie sieht's aus? Wem gehört der blaue Wagen? Ich bin gerade gegen den blauen Wagen gerammt. Es tut mir leid. Wie gehört ja, der? Ich will ja nichts sagen, aber ich stand Gott sei Dank 5 Meter neben, sonst wäre ich auch unter dem Traktor gelegen. Es tut mir leid. Haben Sie es gesehen, Herr Hirschfeld, wie der jetzt gerade den Wagen gerammt hat? Nein, ich habe gerade nochmal die Mona Lisa hier begutachtet. Herr Fuhrmann? Ja. Haben Sie das jetzt gerade gesehen? Ja. Ich streite es ja gar nicht ab. Ich war halt die ganze Seite hier. Ja, nee, sagt ja keiner. Hast ja angehalten, ist ja gut, aber du, wieso? Ganz ehrlich, ich hab nach links, nach rechts geschaut und ja, nicht auf deinen Wagen geachtet. Herr Fuhrmann? Ja. Da riecht ein bisschen Alkohol. Naja, da müssen wir mal gucken. Also, das muss ich lackieren hier die Seite, ne? Herr Frizzy? Ja. Hauchen Sie mich mal an. Was? Herr Fuhrmann, lassen Sie das, Herr Fuhrmann, nicht! Ja? Nehmen Sie hier den Alkoholtester. Ja? Nicht mit der anderen Nummer, das ist böse. Was läuft denn jetzt hier ab, Alter? Seid ihr bescheuert? Ich wollte nur das Angebot vom Herrn Miguel abholen, Alter! Lass es doch mal einfach blasen. Gut, danke. Bitte. Also. 0,0. 0,8, ich glaub's nicht. Haben Sie das jetzt richtig gesehen? 0,0. Da haben Sie sich verlesen, glaube ich. Ja, ich verguckt. Ja, gut. Ja. Ja, ich rufe dich an, ne? Hier, das, Ja. Der Graz halt, ne? Ja. Ja. Kann dir ein Angebot auch gleich für deinen mitmachen, wenn du willst. Ja, meiner, meiner ist schwarz, das mache ich mit Edding. Ja. Nee, rufst du an, ich bezahle den Schaden und gut ist. Naja. Ja. Haben wir Gott sei Dank Lackierer im Haus. Ja. Alles klar, tschüss. Hallo? Nee. Ja? Nee. Will der Herr Fritzel mal anrufen? So. Hallo? Ah, Herr Fritzel. Ja? Hier ist der Harry. Ja, moin. Da fällt mein Skat bei uns. Ich komme. Alles klar. Tschüss. So, So, Herr Feldmann. Ja. Herr Friesi ist auf dem Weg. Das ist gut. Wunderbar. Ich mal nach unten fahren. Moin, Herr Feldmann! Moin! So, hier ist der Vertrag. Ja. Hier steht das drinne 150.000 zu 10%. Ja. Dann steht drinne, dass der Betrag abgezahlt werden kann
sofern es möglich ist oder sofern sie das wollen. Ja. Und dann steht noch drin, dass der Kredit auch abgearbeitet werden kann als Arbeitsleistung. Dass dann immer was abgezogen wird. Das ist auch gut. Genau, dann bräuchte ich noch eine Unterschrift. Hier einmal. Kriegen Sie? Fritzel, ja. Und noch eine hier. Fritzel, ja. So, dann mache ich das gleich per Online-Banking fertig. So, dürfte angekommen sein? Ist angekommen. Alles klar. Was wollen Sie sich denn eigentlich davon leisten? Wahrscheinlich einen neuen Drescher. Einen neuen Drescher? Ja. Ja, ich war schon eben oben. Der sieht ja doch wirklich schon in die Jahre gekommen aus. Was sag ich Ihnen? Ja, ich meine, irgendwie muss das ja gehen. Ja. Ich habe mir ja auch einen neuen Häcksler gekauft. Oh, echt? Ja, da musste ich ja falschen. Habe ich bei dem Miguel gekauft. Ja. Und dann hat er so einen schönen, eigentlich wollte ich den kleinsten Häcksler haben. Und dann haben die mir aber für den Preis den New Holland Häcksler angeboten. Ja. Und dann kam das LU ganz kurzfristig an, dass sie sich mit beteiligen. 50%. Ja. Und so habe ich noch Geld gespart und den noch halbwegs übers Ohr gehauen. Habe ich noch schön Geld gespart. Hört sich nicht schlecht an. Also das war schon... Doch, das war schon gut. Nee, gut, aber ich muss auch weiter. Ich muss noch schaffen. Ja, alles klar. Okay. Jo, alles klar. Ich bedanke mich. Auch. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, nicht zu danken. Tschüss. Ja, danke. Jo, ciao. Tschüss. Ha. Dass du ohne Probleme ging, wundert mich. Ey. Mal schauen, was noch passiert. So. Sag mal, wie weit bist du mit dem Feld? Ich bin gleich fertig. Hab bloß noch 2 Bahnen. Ah, super. Dann würde ich mit dem mal eben runterfahren zum Herrn Adler. Ja. Ich bin mal ganz kurz gemutet, das ist das, was ich rede, meine, ich bin gleich wieder da. Harry? Jo. Ich mach mal eben kurz Pause am Hof, ja? Ihr müsst mal ein bisschen was essen. Ihr habt hier echt schon Hunger hier. Ich esse mir mal eben kurz eine Käsestulle im Haus, ja? Na klar, alles klar. Ich kümmere mich um alles Weitere. Ja, alles klar. Ich gebe dir mal eben die Verantwortung. Wenn jemand kommt und so, sagst du, dass der Fritzel gerade Mittag macht und gleich wiederkommt, ja? Genau, mache ich richtig los. Alles klar. Und
Ja, ich bin gleich wieder da. An den lieben Chat, ich muss mal ganz kurz nach oben. Es tut mir echt leid. An die Leute an YouTube, tut mir leid. Überspringt das so lange. Es tut mir leid. Ich muss ganz kurz einmal hoch. Meine Tochter weint und die kommt da gerade nicht mit klar. Meine Tochter möchte ganz gerne zu Papa. Ich bin sofort wieder da. Einen Moment, ja? Ich bin gleich wieder da. Ja, bitte. Hallo? Hallo? Habe ich mich verwählt. Kannst du mir mal, ist der Kollege da? Ah ja, da Fritzel, der hat mir gerade das Telefon gegeben, weil da ist gerade meine Stühle essen. Der ist Stühle essen? Ja, der ist gerade meine Stühle essen, der kann gerade nicht. Der ist gerade in seinem Haus. Ja gut, alles klar, weiß ich Bescheid. Tschüss. Jo, tschüss. Helmut, ja? Ja, Miguel, ich habe ein Problem. Ich wollte jetzt den Deutz abholen. Jetzt ist der Deutz weg und Stuart ist auch noch hier beim Hirschfeld und beim Fuhrmann. Ich drehe durch, ja. Ich will hier vernünftige Arbeit leisten, fahre nur mit einem Fahrzeug. Ja, dann kommst du hierher, willst den Deutz abholen, ist der Deutz weg. Und stehen sie ja alle auf der Straße und gucken doof. Okay. Ja, also ich werde hier wahnsinnig. Ich komme vorbei. Ja. Okay, alles klar. Mhm. Tschüss. Tschüss. Können wir den Nanos mal anrufen? Ja! 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 Warum geht der denn nicht rein? Ja! Hallo? 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 Ah ja. Ich wollte nur mal fragen, wie sieht das aus mit dem Fan? Ich glaube, ich weiß jetzt nicht. Der Kollege wollte mal bei ihm vorbei. Der ist da. Ist da? Fendt ist da. Ja, perfekt. Kann denn der Kollege vorbeikommen und den abholen? Ihr Kollege vorbeikommen und den abholen? Ja. Ja. Okay. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja. Entschuldigung, habe ich mich verwählt.
Oder wen habe ich da? Ich hier ist der Harry Hafer von Herrn Fritzl, der Arbeiter. Der Herr Fritzl hat mir mal kurz sein Telefon gegeben. Achso, nee, ich wollte den Julian anrufen, Entschuldigung. Achso. Alles gut, habe ich mich verwählt. So, wieder da. Hallo, Harry? Jo. Ah, okay. Harry, steig mal kurz einmal aus. Ja. Okay, und jetzt wieder rein. Du warst gerade ein paar Mal auf der Map. Da war wohl ein kleiner Fehler, deswegen muss er einmal aus und wieder einsteigen. Aha. So, ich fahre jetzt den Drescher zum Herrn Adler. Ja. Und dann holen wir uns erstmal einen neuen. Sehr schön, sehr schön. Der Herr Manus hat da angerufen. Ah, okay. Und was wollte er? Ja, ich habe ihm gesagt, dass wir erstmal eine Stille essen sind. Und da hat er gesagt, okay, weiß ich Bescheid, bis später. Ja, alles klar. Dann rufe ich den mal eben schnell an. Genau. Wir haben ja nichts. Was will der jetzt? Und der möchte den Deutz versteigern in einer halben Stunde, wenn wir den nicht Moment, abholen. Moment, ja? Ja, moin, du hattest angerufen, ich war im Mittag. Ja, ich habe das Angebot für den Drescher, auch wenn es gerade sau ungünstig ist. Achso, ja, dann schnell und dann bin ich auch wieder weg, dann lasse ich sie weitermachen. 296.500 ist der Listenpreis. Drescher, ja. Schneidwerk und... So, mal der Herr McManus angerufen. Ja. Der Konkater, der telefoniert, der Konkater. 96.000 Liste. Ja. Hast du jetzt vom Adler schon mal was gekriegt? Nee, bis jetzt noch nicht, nein. 280 kann ich dir machen. 16.500 Rabatt. Okay. Ja, alles klar. 280.000. Glatt. Ja. Die Schneidwerke und Dings. Und da habe ich aber den anderen noch nicht zurückgenommen. Ne? Das würde doch abgezogen werden, aber dann muss ich das checken vorher. Ja, ja, klar. Gut, weiß Bescheid. Weiß ich Bescheid. Alles klar, bis später. Tschüss. Tschüss. Jo, Harry. Jo. Der McManus würde uns den Drescher, den ich haben möchte, für 280.000 verkaufen. Ah, okay. Ich guck jetzt an, was der Herr Adler sagt. Das hängt da beim Herrn Manus was mit dran, oder ist das alles so? Also beide Schneidwerke. Ja. Also für Mais und für Felder. Okay. Ist da mit drin und da würde aber noch, wenn ich meins zur Zahlung da abgebe, das würde auch nochmal vom Preis runtergehen, ne? Okay. Ja, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was jetzt der Herr Adler sagt und dann müssen wir halt mal eben schauen, ne? Genau. Mensch, Icke, ist doch an. Hast du den? Deswegen schauen wir mal eben, was der Herr Adler uns gibt und dann, ja, schauen wir. Ich gebe den Hafer erstmal bei uns im Bunker. Der Hafer wird eh verkauft. Da kann er erstmal noch nachtrocknen. Ja. Den Hafer verkaufe ich nachher am Herr Krachen. Ah, okay. Der braucht den nämlich. Was ist denn heute hier los? Hier ist ein Polizeieinsatzgebot, ey.
Ui. Hallo. Guten Tag, Herr Friesi. Guten Tag, Herr Adler. Ich habe mal den Drescher hier runtergebracht. Oh, ist ja schön. Was ist denn da hinten schon wieder los? Also der Drescher gebe noch 64.000. Das Schneidwerk kann ich zurzeit noch nicht eruieren. Mhm. Abhängen kurz. Der Dresch ist ja gar nicht schlecht. Und das Schneidwerk gibt noch 22.000. Ja. Ich habe ja noch ein Maisschneidwerk oben liegen. Das würde ich auch direkt mitverkaufen wollen. Dann verkaufen wir jetzt zuerst dieses Schneidwerk? Ja, einen Moment, was ist Ihr Angebot? Bevor wir jetzt hier was verkaufen. 22.000. Nee, ich meine für den neuen Drescher. Was spielt das für eine Rolle? Ja, weil ich ja wissen muss, was ich bezahlen muss. Also welchen möchten Sie denn, MF? Ja. Also der kostet 202.000. Ich würde aber, einen Moment, beim Maispflücker würde ich ganz gerne das Capillo Diamant HS8 mit dazu nehmen. Und bei Schneidwerken natürlich das, das Freeflow, ja, genau, 20 FT. Genau, ich würde das ganz gerne als Komplettpaket dann nehmen wollen. Also der Drescher kostet 202, das kostet 50. Ich muss das mal kurz überschlagen. Ja, lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich schaue mir mal in der Zwischenzeit Ihre schönen Bilder hier an der Wand an. Aber nur anschauen, nicht anfassen. Wenn, fasse ich nur mich an. Ja, ist ja schön. Beim Schneidwerk haben Sie was gesagt nochmal? Beim Schneidwerk. Beim Maispflücker. Beim Maispflücker. Beim Maispflücker der Capello Diamant HS8. Da wären wir bei einem Gesamtpreis von 296.500. Ja. 290 kann ich machen. Herr Adler, machen Sie keinen Scheiß jetzt. Wieso? Der Miguel wollte mir 280 geben. Ja, dann gehen Sie halt zum Miguel. Das will ich ja nicht, deswegen bin ich ja zu Ihnen gekommen. Ja, aber 280, das kann ich auf keinen Fall machen. Echt nicht? Nein, das geht nicht. Das ist. Irgendwie muss ich ja auch noch überleben können. Wenn sie jetzt ja, wobei Maisflöcker und das. Und wenn ich den Schneidwerkswagen noch bei Ihnen damit zukaufe, kann man da nicht sagen, ja,
Machen wir einen Schneidwerkswagen für... Lassen Sie mich schauen. ...280 plus Schneidwerks... Also der Schneidwerkswagen ist in den 280 dabei. Ja? Das ist gut? Hoffentlich kriege ich das Geld zusammen. Ja. Und wenn nicht, Herr Friesen, machen Sie sich keine Gedanken drüber. Wenn es jetzt mal... Wenn es nicht die 280 ist, dann ist auch nicht schlimm. Ja gut, dann machen wir das so. 280, ich gebe den Drescher, das Schneidwerk und das Maisflücker-Schneidwerk in Zahlung. Mhm. Und ja. Dann kann ich dieses Schneidwerk schon mal verkaufen, ist das richtig? Ja, das können Sie verkaufen. Das Geld geht direkt zu Ihnen. Okay. Sie sollten jetzt Geld kriegen. Ja, habe ich bekommen. Da schon. Beat. Gut. Lässt du mir den Drescher dann noch eben, dass ich das andere Schneidwerk eben schnell holen kann und dann, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Sonst habe ich keine Möglichkeit, das runterzubekommen. Ja, klar. Passt. Alles klar. Beat. Dann bis später, Herr Adler, ja? Ja, bis später. Tschüss. Tschüss. Rainer, ich habe hier was für den Export da vorne. Kommst du mal mit? Aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Ja. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.